Die Welt ist ein hässlicher und trauriger Ort. Genau hier leben Menschen, die erschreckende Taten begehen. Was treibt sie an? Meistens führen schlechte Erziehung oder psychische Erkrankungen dazu, abscheuliche Handlungen auszuführen. Solche Menschen begehen unvorstellbare Verbrechen und töten unschuldige Menschen, bis die Justiz sie einholt. Es ist bekannt, dass Gefängnisse keine angenehmen Orte sind, an die wir geraten können. Nicht nur die Haftbedingungen, in denen die Gefangenen leben, sind in diesem Fall nicht die besten. Gerade die Mitgefangenen können bei anderen Angst auslösen, da sie eine sehr dunkle Vergangenheit haben. Luis Alfredo Garavito, bekannt als La Bestia, das Biest, gilt als einer der brutalsten Serienmörder in der Geschichte. Geboren am 25. Januar 1957 in Kolumbien, war Garavito für die Morde an mindestens 140 jungen Jungen verantwortlich, obwohl geschätzt wird, dass die Opferzahl deutlich höher sein könnte. Seine Kindheit war schwierig und voller Traumata. Garavito behauptete, er sei physisch und sexuell von seinem Vater und anderen missbraucht worden. Mit 16 Jahren floh er von zu Hause und lebte eine Zeit lang auf der Straße. Seine kriminelle Tätigkeit begann um das Jahr 1992, als er 35 Jahre alt war. Garavito wählte hauptsächlich junge Jungen im Alter von 8 bis 16 Jahren als Opfer. Er lockte sie in abgelegene Orte, wo er sie dann fesselte, folterte und ermordete. Oft begrub er die Körper in Massengräbern und viele von ihnen waren enthauptet. Seine Verbrechen blieben lange unentdeckt. Viele der gefundenen Körper wurden als Opfer satanischer Rituale und nicht als Taten eines Serienmörders angesehen. Schließlich wurde Garavito gefasst und gestand seine Taten, als die Polizei ihm unwiderlegbare Beweise vorlegte. Der Fall Garavito ist umstritten, insbesondere wegen seines Urteils. Für seine Zusammenarbeit mit der Polizei BI der Identifizierung der Bestattungsorte seiner Opfer erhielt er eine Haftstrafe von 22 Jahren, was angesichts des Ausmaßes seiner Verbrechen als unverhältnismäßig niedrig angesehen wird. Der Ort, an dem er seine Strafe verbüßt, wird aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Der Fall Garavito bleibt einer der schockierendsten Beispiele für Serienmorde weltweit. Dennis Rader, bekannt als BTK für Bind, Torture, Kill, Fesseln, Foltern, Töten, war einer der bekanntesten amerikanischen Serienmörder. Er wurde am 9. März 1945 in Pittsburgh, Kansas, geboren. Sein Leben schien auf den ersten Blick normal und stabil zu sein. Er war Ehemann und Vater von zwei Kindern, hatte einen festen Job, diente in der US-Luftwaffe und war aktives Mitglied der katholischen Kirche. Jedoch führte er ein Doppelleben und verbarg seine sadistischen Neigungen und sexuellen Fantasien. Rader begann seine Mordserie in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Seine ersten Opfer waren die vier Mitglieder der Familie Otero, die er im Jahr 1974 ermordete. In den folgenden Jahren tötete Rader mindestens 6 weitere Menschen, indem er seine charakteristische Methode anwendete, seine Opfer zu fesseln, zu foltern und zu töten. Kennzeichnend für diesen Fall war, dass Rader über viele Jahre unentdeckt blieb, teilweise aufgrund provokativer Briefe und Nachrichten, die er an die Polizei und die Medien schickte. Erst im Jahr 2004, als Rader wieder begann, Briefe zu senden, konnte die Polizei ihn dank fortschrittlicher Technologie und DNA-Analyse aufspüren. Im Februar 2005 wurde Rader festgenommen und gestand bald darauf, eine Reihe von Morden begangen zu haben. Während des Gerichtsverfahrens im Jahr 2005 beschrieb Rader detailliert jedes der Morde und drückte Zufriedenheit und Stolz über seine Taten aus. Schließlich wurde er zu 10 lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Der Fall Dennis Rader wird oft im Kontext der Kriminologie und der Psychologie der Kriminalität analysiert. Seine Fähigkeit, viele Jahre lang ein Doppelleben zu führen, sowie seine brutalen und methodischen Handlungen sind Gegenstand der Forschung im Bereich der kriminalistischen Profilbildung. Aileen Wuornos war eine der bekanntesten amerikanischen Serienmörderinnen.
Tatsächlich wurde sie am 29. Februar 1956 in Rochester, Michigan, geboren. Ihr Leben war von Tragödien geprägt, beginnend in ihren frühen Jahren. Eileens Vater, Leo Dale Pittman, war ein verurteilter Sexualstraftäter, aber es gibt keine bestätigten Beweise dafür, dass er Eileen missbraucht hat. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und beging später Selbstmord. Eileen lernte ihren Vater nie kennen, da sie von ihrer Mutter Diane Wuornos verlassen wurde, die Eileen und ihren Bruder Keith zurückließ, als Eileen nur wenige Jahre alt war. Ihre Großeltern, Laurie und Britta Wuornos, wurden ihre Pflegeeltern. Eileens schwierige Kindheit war geprägt von Gewalt und Vernachlässigung. Ihr Großvater war bekannt dafür, streng und manchmal gewalttätig zu sein, und ihre Großmutter hatte Alkoholprobleme. Eileen begann bereits als Teenager mit der Prostitution und wurde im Alter von 14 Jahren schwanger, woraufhin sie ein Kind zur Welt brachte, das zur Adoption freigegeben wurde. Während ihres größten Teils ihres Erwachsenenlebens verdiente Wuornos ihren Lebensunterhalt mit Prostitution. In den Jahren 1989 bis 1990 ermordete sie 7 Männer, die sie während ihrer Arbeit kennengelernt hatte. Anfangs behauptete sie, aus Notwehr gehandelt zu haben, und sagte, dass ihre Opfer versucht hatten, sie zu vergewaltigen oder dies tatsächlich getan hatten. Während des Gerichtsverfahrens änderte sie jedoch ihre Aussage und gestand die Morde. Wuornos wurde zum Tode verurteilt und am 9. Oktober 2002 nach 12 Jahren in der Todeszelle durch eine tödliche Injektion hingerichtet. Ihre Geschichte erregte große Aufmerksamkeit in den Medien und wurde zum Thema mehrerer Bücher, Dokumentarfilme und des Spielfilms Monster, in dem Charlize Theron die Rolle der Wuornos spielte. Alexander Pichuschkin, bekannt als der Schachbrettmörder, war einer der berüchtigtsten russischen Serienmörder. Seine kriminelle Aktivität begann im Jahr 1992 und dauerte bis zu seiner Verhaftung im Jahr 2006 an. Pichuschkin beging seine Verbrechen in Moskau, wobei seine Opfer Personen waren, die er unter dem Vorwand des gemeinsamen Alkoholkonsums in den Bizevsky-Park lockte. Ein charakteristisches Merkmal seiner Vorgehensweise war, dass er nach jedem Mord eine Nummer auf einem Schachbrett platzierte, was zu seinem Spitznamen Schachbrettmörder führte. Er behauptete, sein Ziel sei es gewesen, alle 64 Felder des Schachbretts zu füllen, was 64 Opfern entsprochen hätte. Die Morde von Pichuschkin zeichneten sich durch besondere Grausamkeit und Brutalität aus. Sein erstes Verbrechen verübte Pichuschkin im Alter von 18 Jahren, indem er einen Klassenkameraden ermordete. Über die Jahre setzte er seine kriminellen Aktivitäten fort und blieb für die Strafverfolgungsbehörden ungreifbar. In seinen Aussagen drückte Pichuschkin die Überzeugung aus, über Leben und Tod seiner Opfer zu herrschen und verglich sich selbst mit einem Gott. Er behauptete, dass das Töten ihm große Befriedigung und ein Gefühl der Kontrolle verlieh. Seine kriminelle Laufbahn endete im Jahr 2006, als er nach dem Mord an einer 36-jährigen Frau, die seine Partnerin war, verhaftet wurde. Anfangs leugnete er die Tat, gestand später jedoch 61 Morde. Sein Geständnis und sein Verhalten während des Prozesses zeugten von einer tiefgreifenden psychischen Störung und einem Mangel an Reue. Am 29. Oktober 2007 wurde Pichuschkin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, wobei die ersten 15 Jahre in Isolation verbracht werden sollten. Die Verkündung des Urteils hinterließ bei ihm keinerlei Eindruck, was seine Gleichgültigkeit gegenüber der menschlichen Tragödie und dem Leiden seiner Opfer noch weiter unterstrich. Samuel Little, auch bekannt als Samuel McDowell, war einer der notorischsten und gefährlichsten Serienmörder in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Er wurde am 7. Juni 1940 in Reynolds, Georgia, geboren. Little führte über viele Jahre ein kriminelles Leben, das zahlreiche Verhaftungen für verschiedene Verbrechen, einschließlich Einbrüchen, Raubüberfällen und Drogendelikten, umfasste. Seine kriminelle Laufbahn geriet im Jahr 2012 in den Fokus der Behörden, als er in einem Obdachlosenheim festgenommen und nach Kalifornien überstellt wurde, um sich dort Drogenvorwürfen zu stellen. In Kalifornien begannen Ermittler, sein DNA-Profil mit ungelösten Mordfällen,
einschließlich der Morde an Carol Elford und anderen Frauen, in Verbindung zu bringen. Little wurde im Jahr 2014 zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer bedingten Entlassung verurteilt, nachdem er für 3 Morde schuldig gesprochen wurde. Im November 2018, während seiner Haftzeit, begann Little, sich zu einer Reihe von Morden zu bekennen und behauptete, er habe zwischen den Jahren 1970 und 2005 93 Frauen ermordet. Dies machte ihn zum Serienmörder mit der höchsten Anzahl bestätigter Opfer in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Ein charakteristisches Element seines Falles waren die Porträts der Opfer, die Little während seiner Zeit im Gefängnis zeichnete. Diese Zeichnungen wurden vom FBI veröffentlicht, um BI der Identifizierung der Opfer zu helfen und trugen zur Aufklärung mindestens eines Mordes aus den 90er Jahren BI. Little starb am 30. Dezember 2020 in einem Krankenhaus in Los Angeles. Die genaue Todesursache wurde nicht offiziell bekannt gegeben, aber es ist bekannt, dass er an Diabetes und Herzproblemen litt. Trotz zahlreicher Geständnisse behauptete Little bis zu seinem Lebensende, er sei in einigen Anklagepunkten unschuldig. Seine Geschichte und die erschreckende Anzahl seiner Opfer bleiben bis heute eine Warnung und Gegenstand kriminologischer Analysen.